20 Die Grünen. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Diese Debatten über die jährlichen Berichte des Werbeauftragten sind natürlich zuallererst mal die Gelegenheit, Dank zu sagen, auch im Namen meiner Fraktion. Ihnen, Herr Bartels, Ihre Arbeit macht das, was Parlamentsarmee ist, überhaupt erst möglich. Sie sind quasi unser Gehör über den Zustand, über das, was die Truppe beschäftigt. Und ich glaube, das ist in diesen Tagen wichtiger denn je. Ich will aber auch einer zweiten Gruppe von Menschen Dank sagen, nämlich all den Soldatinnen und Soldaten und den zivilen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die nicht nur eine Eingabe getätigt haben, sondern die dadurch den Mund aufgemacht haben. Wer hinsieht und nicht schweigt, wer den Mund aufmacht und nicht wegsieht, meine Damen und Herren, da macht unsere Bundeswehr nicht schlechter. Nein, er trägt dazu bei, dass Probleme bei der Bundeswehr abgestellt werden können. Dafür herzlichen Dank. Der Jahresbericht, meine Damen und Herren, enthält wieder zahlreiche Ansatzpunkte, über die man diskutieren kann. Und ich will ganz offen zugeben, natürlich ist in so einer Debatte die Versuchung, da nehme ich mich gar nicht aus, groß, wenn man in der Opposition ist, vor allem das Wort Skandal zu rufen und darauf hinzuweisen mit Empörung, was alles falsch läuft oder den Platz zu nutzen für Debatten. Ich könnte jetzt hergehen und wenn jetzt über mehr Mittel geredet wird und über die Ausstattung geredet wird, auf die Seite 8 im Jahresbericht verweisen, wo es heißt, ich zitiere, an finanziellen Mitteln fehlte es 2017 nicht, Zitat Ende. Und ich will auch ganz klarstellen, wo Fehler in der Truppe gemacht wurden, wo es zu Verfehlungen gekommen ist, dann muss das geahndet werden und dann müssen wir natürlich auch fragen, waren die Meldeketten richtig? Waren die Ermittlungswege richtig? Wenn es da Fälle gibt, wie in Pfullendorf, wo Ermittlungen erst ausgelöst worden sind, nachdem anonyme E-Mails das Verteidigungsministerium erreicht haben, dann habe ich daran meinen großen Zweifel, um das ganz deutlich zu sagen. Aber bei so einer Debatte geht es natürlich darum, über das konkrete Beispiel, ich will gar nicht Einzelfall sagen, über das konkrete Beispiel hinauszugehen und sich im politischen Raum die Frage zu stellen, wo müssen wir politisch gegensteuern, wo müssen wir Dinge ändern? Und da will ich in der Kürze der Zeit über zwei Themenkomplexe sprechen. Das erste ist das Thema Tradition und Umgang mit Extremismus in der Truppe. Es ist unstrittig, und das kann man der Truppe nicht zum Vorwurf machen, dass Menschen in Uniform, die Waffen tragen, ein gewisses Faszinosum für Rechtsextremisten sind. Das mache ich der Bundeswehr nicht zum Vorwurf. Aber es erlegt natürlich die Pflicht auf, dafür ein feines Gespür zu haben. Deswegen ist es zum Beispiel richtig, dass bei Neueinstellungen in der Truppe eine Sicherheitsüberprüfung stattfindet. Deswegen ist es auch richtig, und das will ich hier noch einmal bekräftigen, dass man an den Traditionserlass herangegangen ist. Der Traditionserlass, der letzte, ist von 1982. Es ist gut und es ist richtig, nachdem wir die Bundeswehr jetzt 60 Jahre als Parlamentsarmee haben, dass man sagt, diese Truppe kann stolz genug auf sich selbst sein. Das ist schon traditionsstiftend. Da brauchen wir nicht mehr, meine Damen und Herren. Und es geht natürlich auch darum, Tradition von Geschichte zu trennen. Etwas, Herr Otten, was Sie vorhin in Ihrer Rede, wie ich finde, ehrlich gesagt nicht hinbekommen haben. Aber um das klarzumachen, durch eine Erlassänderung an sich habe ich natürlich noch nichts in den Köpfen geändert. Der Traditionserlass, die Änderung dessen, meine Damen und Herren, kann nur ein erster Schritt sein, Frau Ministerin. Es geht jetzt darum, dass das Ganze mit Leben gefüllt wird, dass wir in der täglichen Arbeit der Soldatinnen und Soldaten bei der Ausbildung Zeit und Raum schaffen, um über politische Bildung zu diskutieren, dass es die richtigen Vorbilder gibt, dass es genug Zeit gibt von Ausbildern und Vorgesetzten, sich zu kümmern, hinzusehen, Missstände abzustellen und darüber zu diskutieren, was in unserer Truppe traditionswürdig ist und was eben auch nicht. Und damit bin ich beim zweiten Thema, nämlich beim Thema Ausbildung. Auch das ist heute schon hier angesprochen worden. Ja, es gab im letzten Jahr ernsthafte, gravierende Verfehlungen. Die Stichworte Sondershausen, Pfullendorf und Munster sind gefallen. Aber jenseits der konkreten Vorfälle müssen wir uns doch die Frage stellen, was muss an der Art und Weise unserer Ausbildung in der Bundeswehr anders werden? Und da muss ich erst mal feststellen, mit Aussetzung der Wehrpflicht, ich halte diese nach wie vor für absolut richtig, mit Aussetzung der Wehrpflicht haben wir es mit einem Bewerberpool zu tun, der körperlich heterogener geworden ist, wo Menschen anfangen, die körperlich unterschiedliche Leistungsfähigkeit haben. Ich finde das überhaupt nichts Schlimmes. Auch das ist ein Spiegelbild unserer Gesellschaft.
Aber dann müssen wir natürlich gerade die Frauen und Männer, die als Ausbilderinnen und Ausbilder tätig sind, fit machen, mit dieser unterschiedlichen körperlichen Leistungsfähigkeit angemessen umzugehen und nicht so auszubilden, dass es zu körperlichen Schäden kommt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir müssen uns beim Thema Personalgewinnung natürlich auch die Frage stellen, in der heutigen Zeit sind die Anforderungen an die Truppe spezieller geworden. Wir brauchen für einzelne Bereiche hochspezialisierte Menschen mit ganz speziellen Fähigkeiten. Da ist es schon auf dem Arbeitsmarkt schwer genug, diese Personen zu gewinnen. Und da ist körperliche Fitness eben nur ein Teil davon. Und auch darauf müssen wir uns einstellen. Ein letzter Punkt. Herr Otten, wenn ich Ihnen vorhin zugehört habe, hatte ich manchmal den Eindruck, Sie wollen den Soldaten auf die Rolle als Kämpfer reduzieren und vergessen dabei, dass es Menschen wie wir alle sind, mit Familie, mit Söhnen, mit Töchtern, mit Frauen, mit Männern. Darauf müssen wir Rücksicht nehmen. Da geht es um Fürsorge, da geht es um das Thema TPTBS, da geht es um ganz andere Themen. Und ein letztes, ich glaube, es schlägt schon fast den Boden aus, sich an einem Tag wie heute hier hinzustellen und über Dinge wie Tapferkeit und Treue zu schwadronieren, wenn ein Mitglied Ihrer Fraktion, wenn Herr Nolte, eine Person, einen mutmaßlichen Komplizen eines Rechtsextremisten, gegen den immer noch ein Ermittlungsverfahren läuft, als Mitarbeiter einstellt. Wer das tut, wer die Nähe zu Extremisten sucht, als Abgeordneter, der im Verteidigungsausschuss mit vertraulichen Informationen befasst ist, der ist ein laufendes Sicherheitsrisiko und der kümmert sich alles andere als um diese Truppe. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Tobias Lindner. Nächster Redner, Mario.